Und ich würde gerne mit Frau Linde beginnen. Frau Linde ist, als ich sie das erste Mal getroffen habe, Sie werden es nicht glauben, sie hat einen Luftsprung gemacht, als ich gefragt habe, ob sie hier reden möchte oder ob sie hier reden könnte. Und da hat sie einen Hüpfer gemacht. Frau Linde ist Jahrgang? Ich bin 1918 geboren, am 18.08.18. Die, die nicht rechnen können, wie alt sind Sie? 93 Jahre. Ich bitte um einen kurzen Applaus. Frau Linde, ich glaube, das darf ich im Namen aller sagen, die jetzt heute hier sind, die viel aufgeregter sind als Sie, dass Sie sich wahnsinnig bedanken für Ihren Mut und dass Sie sozusagen hier sind und auch sich darüber freuen, hier zu sprechen. Wir haben ausgemacht, dass wir kurz vielleicht ein paar Fragen stellen. Frau Linde, wie viele Männerherzen haben Sie gebrochen in Ihrem Leben? Nur 4. Nur 4, Sie hören. Da waren Sie aber brav. Da waren Sie brav. Das ist die über 90-jährige Lebenserfahrung. Frau Linde, nur 4. Nur vier. Wir haben gestern geredet, nochmal in der Abschlussbesprechung. Und da haben Sie mir etwas erzählt, was Ihnen so täglich passiert. Sie gehen sehr viel spazieren? Ja, ich gehe täglich ungefähr 2 bis 3 Stunden spazieren. Und zwar die Schönhauser Allee lang. Und da kommt immer, also vor kurzem kam ein Herr auf mich zu und gab mir 2 kleine Blümchen. Ich sage, für mich? Ja, sagt er, für Sie. Ich sage, warum? Ja, ich möchte sie Ihnen gerne schenken. Ist gut, ich bin weitergegangen. Ich sage, naja, Kunststück, warum schenkt er mir Blumen? Und vor ein paar Tagen, da gehe ich wieder lang. Da kommt eine Dame auf mich zu und schenkt mir eine Blume. Das kann ich beweisen. Sie haben sie mitgenommen, die Blume. Wunderschön, die wollen wir sehen. Ja, hier. Und schenkt mir eine Blume. Ich sage, das glaubt mir niemand. Das glaubt mir niemand. Und da hat sie mich auch fotografiert mit dieser Blume. Und da bin ich wieder gegangen und da hat sie meine Adresse aufgeschrieben. Und hat ein Bild von mir gemacht und hat es mir auch geschickt. Und da habe ich mich sehr... Jetzt können Sie es umdrehen, genau. So. Habe ich mich sehr gefreut darüber. Und dann bin ich wieder spazieren gegangen. Da habe ich mir 2 Blümchen auf der Straße gepflückt. Und die habe ich auf diese Tasche hier reingemacht. Da kommt ein Herr auf mich zu und sagt, darf ich das fotografieren, und da hat er wieder meine Blumen fotografiert und mich auch. Aber da habe ich kein Bild davon gekriegt. Das tut mir leid. Ich hoffe, das wird nicht das... Und das passiert mir sehr, sehr oft. Also man darf alten Menschen, wenn man ihnen auf der Straße begegnet, Blumen schenken, meine Damen und Herren. Das ist, glaube ich, hier eine der Botschaften, die ich raushöre. Und dann haben Sie mir erzählt, dass Sie auch gemalt werden. Bitte? Sie werden auch gemalt. Ja, ich bin schon angefangen zu malen. Auch in der Eberswalder Straße bei einer Dame. Und den Sonntag habe ich die 2. Sitzung. Und Sie werden gemalt. Also ganz kurze Frage an alle. Am Sonntag die 2. Sitzung. Und was noch? Wir müssen ganz kurz warten, Frau Linde, weil die Krankenwagen. Alle, die hier Fotos machen, ja? Frau Linde freut sich über jedes Foto, das sie bekommt. Sie hat mir gestern gesagt, dass sie von einem Fernsehsender aufgenommen wurde und eine Platte bekommen hat davon. Wissen Sie, was sie meint mit der Platte? Eine DVD, ja, ganz genau. Habe ich bekommen. Ich war eine Wurst essen. Und da kam auch ein Herr und eine Dame auf mich dazu. Und darf ich sie fotografieren? Ich sage, bitteschön. Und da bin ich wieder fotografiert worden. Das ist das 6. Mal. Und Sie freuen sich über diese Fotos? Natürlich. Also ich bitte Sie, wenn Sie wollen, dass diese Frau Luftsprünge macht, alle Fotos bitte zu mir, zum Zentrum für politische Schönheit. Wir liefern sie weiter. Ja, danke schön. Danke Frau Linde, auch. Ich danke auch. Ihnen. Und ich hoffe, dass Sie auch nicht noch viele weitere Herzen brechen dadurch. Dankeschön. Vielen Dank.
Man muss dazu sagen, Frau Linde ist eigentlich gegen Blumen allergisch, aber sie hat mir gesagt, eine Blume darf sie sich leisten. Darf ich mir leisten. Ich bin gegen Blumen sehr allergisch, aber eine Blume habe ich immer auf meinem Tisch. Meinen Sie, dass die in Ordnung geht? Oh ja, die ist... So, dann Vielen möchte Dank. Ich direkt weitergehen. Ich danke Ihnen sehr herzlich, Frau Linde. Nochmal Applaus, bitte. Und wir haben jetzt Frau Schnalke. Frau Schnalke, das möchte ich ganz kurz vorweg sagen, sie kann Sie eventuell nicht so gut sehen. Mit dem Hören steht es noch schlechter, glaube ich. Wie heißt die Krankheit? Makuladegeneration. Das ist eine altersbedingte Krankheit. Und da gibt es noch vorläufig keine Hilfe. Es gibt die nasse und die trockene. Und ich habe leider die trockene. Und da ist im Moment noch keine Hilfe. Naja, aber ich schlängel mich so durch. Ich komme zurecht. Ich meine, ich habe ein schönes Zimmer, auch im Altersheim. Und ich muss sagen, ich fühle mich ganz wohl, weil die Angestellten alle so nett sind. Also und man, wenn man mal einen Wunsch hat, also wenn sie den Wunsch erfüllen können, dann sind sie bin mir bereit. Und ich mache aber auch jeden Morgen meine Runden. Wir haben einen schönen Garten. Und da habe ich mal zum Hausmeister gesagt, können Sie mir nicht mal sagen, wie viele Runden das sind? Und da hat er dann das durchgemessen. Da sagt er, 10 Runden ist ein Kilometer. Und das mache ich jeden Tag. Und jetzt habe ich schon zweimal 2 Runden zugelegt. Aber vorläufig reicht mir das. Wow. Soll noch jemand sagen, Sie seien nicht sportlich? Welcher Jahrgang sind Sie? Also, wenn ich fragen darf, wenn das nicht zu intim ist. Noch einmal. Welcher Jahrgang sind Sie? Ja, ich werde jetzt 91, am 26. November. Und Sie kommen ursprünglich aus Ostpreußen? Und ich komme aus Ostpreußen. Ich bin heimatlos, keine Heimat mehr. Und ich wohnte jetzt 30 Jahre in Thüringen, in Arnstadt. Und ich dachte bestimmt, da werde ich auch beerdigt werden. Aber jetzt musste ich aber nach Berlin. In der ersten Zeit habe ich gedacht, solche hohe Häuser, wenn die jetzt einstürzen... Aber es ist kein Haus eingestürzt und ich bin schön durchgegangen. Und jetzt habe ich mich schon so einigermaßen eingeliebt. Und ich habe mich deshalb so eingeliebt, weil ich einen so netten Jungen habe. Und der kümmert sich sehr um mich. Wenn er bloß zur Mutti gehen kann, dann ist er auch glücklich. Genauso glücklich wie auch ich. Der Sohn ist neben ihr, also das ist der Herr Schnalke. Der dankenswerterweise mitgekommen ist und der lieben Frau Mama zur Seite steht, dass sie sich einigermaßen wohlfühlt vor so vielen Menschen. Aber ich glaube wirklich, ganz ehrlich, Frau Schnalke, wenn ich in die Gesichter hier sehe, sie sind alle viel aufgeregter als sie. Und in ihrem Alter darf man sowieso alles. Ja, und vor allen Dingen möchte ich noch sagen, ich komme aus Ostpreußen. Und unser Ostpreußen war sehr schön. Wir hatten sogar Elche in Memel und dann hatten wir die Masurischen Seen. Die sind durch einen Masurenkanal verbunden. Spürdingsee, Löwentinsee, Mauersee. Und da habe ich früher, wo ich noch jung war, habe ich immer gebadet. Und wenn ich nicht weiter schwimmen konnte, konnten wir gleich ans Ufer. Und da waren wir dann sicher. Was soll ich noch erzählen? Was Sie wollen, Frau Schnalke, was Sie wollen. Ich hätte auch noch eine Frage. Naja, also ich muss eigentlich sagen, das Heim ist nicht schlecht. Und wie ich schon gesagt habe, die Leute sind alle sehr, sehr nett. Wir haben hier freie Redeäußerung, Meinungsfreiheit. Sie dürfen hier sagen, was Sie wollen. Sparen Sie sich die Floskeln. Ja, ich möchte sagen, das Essen könnte mittags mal ein bisschen anders sein. Jawohl, jawohl.
Finde ich auch. Und dem möchte ich auch vor allen Dingen mal sicher sein, dass es wirklich dabei bleibt, dass wir nicht noch mehr bezahlen müssen. Denn wir alte Leute haben auch noch Wünsche. Und wir möchten uns mal zum Friseur, wir möchten zur Kosmetikerin, wir müssen die Fußnägel machen lassen. Und dann wollen wir auch mal ins Café. Und also, wenn das so weitergeht und das wird immer teurer, können wir uns bald gar nichts mehr leisten. Danke, dass Sie da kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich glaube, Sie freuen sich auch sehr über Besuch. Ist das richtig? Ja, freue ich mich. Also ich bitte Sie, kommen Sie Frau Schnalke und Frau Linde natürlich unbedingt besuchen. Die beiden Damen sind wirklich froh auch über Besuch, glaube ich. Also sie würden uns sehr freuen und da hätten wir keine Hemmungen. Also nicht, ja, nicht alle auf einmal vielleicht, ja, aber so ein paar würden Sie empfangen. Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich bedanke mich sehr, sehr herzlich im Namen aller, dass Sie das auf sich genommen haben. Ich glaube, das Mittagessen wartet jetzt gleich. Und drum müssen wir den Transport zurück organisieren. Frau Linde, wollen Sie abschließend noch irgendwas sagen? Nein, nein. Gut, es ist alles gesagt. Wir möchten Ihnen noch Pralinen schenken. Genau. Wir möchten Ihnen Pralinen schenken. Genau, die sind so rum, glaube ich, war das richtig. Ich hoffe, Sie dürfen noch Pralinen essen. Jo, ja, gerne. Also, Pralinen bitte zu Frau Linde und Frau Schnalke. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren.